Ach, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, Klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Ich muss mich konzentrieren. Das ist so ungerecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, das war ja klar. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssten sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Och, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama, was ist das? Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stell die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten oben drauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dach decken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und häng noch Bommeln dran.
damit es lustig aussieht. Alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limo-Stand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche. Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, wow, ich liebe Limonade. Komm mit. Zwei bitte. Komm schon, nimm mein Geld. Aus dem Weg. Gib her, gib her, gib her. Okay. Yay. Wow, ich bin reich. Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin. Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeig's dir. Ich habe einen Limo-Stand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm. Ich! Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Das ist hoch. Hier ist die Kreide. Dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und? Alles richtig? Ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist 4. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl 5. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf, genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen. Wow, so cool. Eine richtig tolle Idee. Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich leg sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst eine 1+. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Happy Birthday to me. Yay, ausgepustet. Happy Birthday. Du bist die Beste. Was für Kuchen ist das? Ich hoffe, es ist Schokolade. Echt riesig. Hä? Das ist gar kein Kuchen. Was ist das? Pappe oder was? Ich kann das gar nicht essen. Willst du es haben? Hallo? Was ist los mit euch? Was ist mit meinen Freunden passiert? Julie? Warum bist du so zweidimensional? Kannst du mich hören? Warte. Nicht fallen. Nein. Komm zurück. Aber ich habe doch Geburtstag. Ich bin noch hier, oder? Sehen meine Hände immer so aus? Was geht, Party People? Du kommst mit mir und wir werden jede Menge Spaß haben. Die Dinge sehen schon viel besser aus. Hm. Okay, kannst du mich sehen? Oh, guten Morgen. Als erstes möchte ich die E-Mail von heute Morgen besprechen. Tut mir echt leid. Okay, wo war ich? Oh, die E-Mail stimmt. Gefunden! In der beigefügten Grafik gibt es ein interessantes Detail. Hallo! Ich bin so blau wie der Himmel! Hä? Okay, geh bitte weg. Sagen Sie mir gerne, was Sie darüber denken. Mir ist so langweilig. Ja, ich verstehe. Ich hab's. Hey, Mami! Mami?
Ich möchte dir was Wichtiges sagen. Einen Moment bitte. Aha. Was? Was ist so wichtig? Du brauchst mehr Müsli? Okay, mach schön auf. Aha, bitte sehr. Hier, nimm das. Oh, cool. Warte, wie kann ich es aufstellen? Was macht sie denn da? Hier, oh, was stimmt denn mit dem Teil nicht? Komm schon. Oh, ich gebe auf. Mami, ich kann schon alleine essen, siehst du? Warum macht das Handy nicht, was ich will? Oh, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich muss nur was besorgen, an das ich das Handy anlehnen kann. Hallo? Was? Oh, eine Minute noch. Ich muss ein einzigartiges Handy-Accessoire herstellen. Umrandet einfach ein beliebiges Bild mit einem 3D-Stift. Und das hier ist perfekt, um das Handy anzulehnen. Das Ausmalen sorgt für mehr Gewicht. Wenn es also Zeit zum Aufstellen ist, bleibt es sicher und aufrecht stehen. Und all die Details machen es total süß. Seht ihr? So niedlich. Du kommst mit mir. Ich bin echt stolz darauf. Wow, was ist das? Okay, mein Schatz, das ist für dich. Los, probier es direkt aus. Hey, das funktioniert. Jetzt können wir unsere Lieblingsvideos anschauen. Oh, es gefällt ihr und ich kann endlich in Ruhe arbeiten. Mal sehen, was heute so in der Welt los ist. Nein, das Sparschwein, ich rette dich. Oder auch nicht. Hm. Papa, was ist denn hier los? Ist das mein Sparschwein? Hast du es fallen gelassen? Nein, habe ich nicht. Schon okay, nicht weinen. Schatz? Papa hat mein Lieblingssparschwein kaputt gemacht. Nein, ich mache nur Liegestütze. Ich kann's nicht glauben. 25, 26. Das war ein Unfall, Süße. Aber ich weiß, was dich aufmuntern kann. Willst du mal sehen, was ich für dich habe? Beginne mit einem Quadrat aus Pappe und ziehe hier eine Linie. Und noch ein paar hier. Nimm dann ein Cuttermesser und folge den Linien, die du gemacht hast. Dann drehst du das Quadrat auf die Seite. Siehst du die Falte? Schneide nun ein weiteres Quadrat wie folgt zu. Lege es dann auf das erste. Und lege noch eines obendrauf. Ordne weitere Pappstücke wie folgt an. Das ergibt ein Rechteck, siehst du? Sobald es zusammengeklebt ist, lege die vorherigen Teile hinein. Und gebe dieses Teil hier hinzu. Bedecke diesen Bereich mit einer Klebepistole ab. Und klebe ein weiteres Stück darüber. Jetzt kannst du es schön herausziehen. Füge ein Gesicht hinzu, damit es lustiger aussieht. Und, wie gefällt es dir? Stell es hin und schiebe es auf. Siehst du? Nimm dann eine Münze, die du sparen willst. Du kannst die hier haben, mein Schatz. Okay, und los! Einfach hier reinlegen. Ich glaube, sie ist reingefallen. Mal sehen. Wow, es hat funktioniert. Das ist viel cooler als mein Sparschwein. Papa, er ist noch nicht ganz aus dem Schneider. Definitiv nicht. Tschüss, Mama. Du liest die Zeitung, was? Nun, jetzt nicht mehr. Hi. Und du bist? Ich präsentiere dir dieses Sparschwein. Puff, eine Schublade. Ist das nicht erstaunlich? Lege etwas Geld rein. Oh, okay. Ist das genug? Nein, etwas mehr. Oh, okay. Das reicht aber. Nun, ich hatte mir etwas mehr erhofft. Wenn du darauf bestehst. Hier, das sollte definitiv ausreichen. Wow, das ist eine Menge Geld. Lass es dir schmecken, kleine Bank. Willst du sehen, wie sie verschwindet? Schau genau hin. Achtung. Abracadabra. Du willst dein Geld zurück? Zu blöd. Buhu. Wow, das sind ja tolle Bewegungen. Fragst du dich nun, wo dein Geld ist? Das ist eine tolle Frage. Wow, das war beeindruckend. Claire. Gern geschehen. Uff. Ich hab dich gar nicht gesehen, Mama. Du willst es wieder? Na gut. Papas Geld ist da drin. Oh, das scheint leer zu sein. Wie hast du das gemacht? Ich werde meine Geheimnisse nie verraten. Das gefällt mir nicht.
Ihr kriegt mich nicht. Das Geld gehört mir. Ich liebe den Morgen. So, fertig. Oh, hi, Mama. Hab dich gar nicht gesehen, mein Schatz. Bitte. Du willst meinen Schmuck tragen, hä? Huh? Besser nicht, tut mir leid. Das ist was für Erwachsene. Oh, sie denkt, sie ist mein Boss? Ich werde ihr zeigen, wer hier das Sagen hat. Hä? Huh? Entschuldigung. Hi, Mama. Was? Das geht gar nicht. Ich habe Nein gesagt, schon vergessen. Aber, nein. Oh, das war knapp. Aber ich... Nein. Ich wollte nur... Bitte nicht weinen. Oh nein, das halte ich nicht aus. Spiel mit... nun... Ach, die nicht. Diese ist einfach zu teuer. Bitte, Mami, bitte. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ja? Ich kann es jetzt schon sehen, mein kostbarer Schmuck. Wuhu! Diamanten sind so hübsch. Und sie lassen mich besser sehen. Kochen wir was? Ja, ich weiß, ich bin wunderschön. Oh Mist. Oh, ich hau besser ab. Nein, du kannst nichts davon tragen. Habe ich sonst noch was hier drin? Mein 3D-Stift. Machen wir uns an die Arbeit, okay? Wir benutzen diesen Kopf als Modell. Du kannst jede beliebige Form um den Hals des Modells herum malen. Sieht die nicht toll aus? All diese Schlaufen sorgen dafür, dass es schön stabil bleibt. So, sieht das nicht fantastisch aus? Sobald es trocken ist, kannst du es anziehen. Hier, passt es? Wow, ich sehe umwerfend aus, genau wie du. Danke, Mama, du bist die Beste. Aha. Oh, ja, damit kann ich überall hinreiten. Wuhu! Bis später. Oh Mann, davon kann ich nie genug bekommen. Besonders mit diesen Toppings. Mal sehen, ob was Gutes im Fernseher läuft. Hm, ist das ein Elch? Nein. Mal sehen. Hey, das ist meine Lieblingsshow. Besitzerlose Fernbedienung, was? Hey, wer hat umgeschaltet? Das war dann wohl ich. Aber ich habe was anderes geschaut. No. So, das ist besser. Aber Mama, ich will meine Sendung schauen. Yay, da ist sie wieder. Okay, das reicht jetzt. Oh, hör auf, ständig umzuschalten. Nein, 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 so. Hey, Mama, das ist nicht fair. Dann spiele ich eben hier drüben, okay? Oh, das ist echt hoffnungslos. So kann ich mir meine Sendung nicht ansehen. Und nun, Moment mal. Lalalalalala. Oh, Hazel, willst du einen kleinen Snack haben? Was? Ist es das, wofür ich es halte? Komm ein bisschen näher und du wirst es sehen. Bitte sehr. Wow, das ist die größte Schokolade, die ich je gesehen habe. Perfekt. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Suchst du das hier? Oh, weißt du was, Hazel? Es reicht mir langsam. Ich will einfach etwas Ruhe haben. Ich drehe echt durch. Du bist lustig, wenn du sauer bist. Ich gebe auf. Was soll's? Dann bin ich eben für immer frustriert. Oh. Aber warte, ich habe noch ein Stückchen Pizza. Was mich auf eine tolle Idee bringt. Aber zuerst brauchen wir etwas Pappe. Leg das Handy genau in die Mitte. Und dann diese Randstücke darauf. Am Schluss noch farbiges Papier. Nun die Knöpfe. So sieht es aus wie ein echter Fernseher, nicht wahr? Du kannst sogar einen An- und Ausschalter hinzufügen. Tada! Fertig! Jetzt können wir beide schauen, was wir wollen. Diese Geschichte ist unglaublich. Das musst du lesen, Schatz. Aus dem Weg! Was ist denn los? Schon gut, ich gehe. Ach, viel besser. Kein Tanzen. Wuhu!
Genießt du das Picknick, mein Schatz? Oh, heiße Kartoffel! Später vielleicht. Hey, schau dir meine neuen Tanzschritte an. Ich habe mir die selbst ausgedacht. Keiner kann sich so schnell bewegen wie ich. Haha. Toll. Wuhu! Okay, ich werde etwas müde. Warum trinkst du nicht etwas? Nein, hab keinen Durst. Nun, ich hab's probiert. Schau mal, wie hoch ich springen kann, Mama. Kannst du das glauben? Ich halte das nicht mehr aus. Also, was liest du da? Ist das ein Marshmallow? Danke, Mama. Okay, ich spring dann mal weiter. Ich liebe dich so sehr, Mister. Und jetzt gib mir einen Schmatzer. Hier. Nein. Ich verstecke mich, okay? Psst. Nimm mal einen Schluck. Mama. Hi, Schatz. Es ist heiß. Trink etwas Wasser. Nein. Was ist das? Schätzchen, bitte trink was. Aber schau mal. Ist das frisch gepresste Limonade? Das ist mir auf jeden Fall lieber als Wasser. Wow, das sieht echt lecker aus. Kann ich ein Glas haben, Mama? Jetzt weiß ich, wie ich dich dazu bringe, Wasser zu trinken. Und es beginnt mit einem kleinen Stück Pappe. Siehst du, wie es gefaltet ist? Nun bringen wir es hier an. Und erstellen zwei Seitenwände. Und bevor du das hinzufügst, kommt dieser Teil noch rein. Nun zurück zur Flasche. Mach ein Loch in die Flasche und gib einen Strohhalm hinein. Stecke die Flasche dann so hinein. Fehlt noch ein hübsches Limonadenschild. Dann hast du dieses tolle Teil. Okay, unser ganz eigener Limonadenspender. Okay, los geht's. Es wird hier rauskommen. Man muss nur die Flasche von oben auffüllen. Wow! Vergiss nicht, den Deckel zu schließen. Und fertig. Okay, los geht's. Schraube einfach den Deckel ab, um den Druck abzulassen. Und wenn du fertig bist, kommt der Deckel wieder drauf. Jetzt gibt es nur noch eine Sache. Schluck, schluck, schluck. Das war lecker. Mehr, bitte. Okay, es ist voll. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Schluck, schluck, schluck. Mehr. Okay, kommt schon. Trink aus, mein Schatz. Schluck, 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 schluck. Mama, gibt es hier ein Klo? Ich muss mal ganz dringend. Gehen wir. Es ist erstaunlich, was man mit etwas Pappe und ein paar Bastelmaterialien alles basteln kann. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Tipps zu abonnieren. Hallo Leute, hier ist Luna. Ich bin mal wieder zurück mit einer Storytime. Also, das ist meine Schule. Heißer Typ ist gekommen. Ein Scherz, ich bin's nur. Wow. Ich zeige euch einen Tag aus meinem Leben. Das ist meine Chance. Ich muss richtig gut aussehen. Nichts darf diesen Moment ruinieren. Wow! Luna, es tut mir so leid. Huh? Meine Tasche! Warum schreien wir? Ich muss das Ding reparieren. Gib mir eine Sekunde. Ich klebe das hier hin, ein kleiner Schnitt dort. Und ich habe dir eine neue Tasche gebastelt. Ich hoffe, sie gefällt dir. Wow, die ist mega schön. Leute, das müsst ihr unbedingt sehen. Das ist die süßeste Tasche aller Zeiten. Sag hallo zu Brian. Ich gehe besser mal zum Unterricht. Man sieht sich, Brian. Oh, nein, warte, Luna. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Aber einer muss es ja tun. Funktioniert das Ding überhaupt? Was ist das für ein Geräusch? Das macht so viel Spaß. Willkommen in meinem Spielzeugladen. Schau dich ruhig um. Ist das nicht das Spielzimmer? Wow, sieh dir das an. Es gibt so viel Spielzeug hier. All meine Träume werden wahr. Wo soll ich nur anfangen? Einkaufsbummel! Yay! Ich nehme das und das. Ich glaube, das ist alles. Ich tippe das alles für dich ein. Du hast erlesenen Geschmack. Oh, das hört sich nicht gut an. Das wären dann 1 Million Dollar. Ist ein Schnäppchen.
Das sind eine Menge Nullen. Vielleicht muss ich meine Preise senken. So ist es gut. Wie wär's damit? Zufrieden? Oh, das ist schon besser. Das kann ich mir durchaus leisten. Kann ich mit Karte zahlen? Was? Nein, wir nehmen nur Bargeld. Siehst du, da steht's. Kein Problem. Ich werde einfach den Geldautomaten benutzen. Schau nicht auf meine Zahl. Das ist ein Geheimnis. Moment, das wird nicht lang dauern. Ich werde auch ein paar Münzen brauchen. Ah, das sollte gehen. Das Spielzeug gehört mir. Hier bitte. Wow, das war so cool. Wie hast du das gemacht? Komm her, ich erzähl's dir. Alles, was du brauchst, ist Pappe. Zuerst zeichne ich die Schlitze. Dann schneide ich sie aus. Als nächstes brauche ich ein kleines Quadrat aus Pappe. Und da schneide ich Rillen rein. Einfach so. Ich trage Kleber an den Enden auf. Nicht zu viel. Dann klebe ich es quer über die Schlitze. Während das trocknet, kann ich meine ATM-Karte machen. Ich färbe ein weißes Stück Schaumstoff ein. Ich muss nur sicherstellen, dass es passt. Sie sollte sich rein- und rausschieben lassen. Das sieht ungefähr so aus. Jetzt drehe ich die Pappe um, denn ich bin zufrieden. Nun brauche ich noch ein kleines Quadrat aus Pappe und klebe es an den Rand der Schlitze. Und das mache ich auf der ganzen Linie. Dann klebe ich sie fest. Das sieht sehr gut aus. Nun brauche ich ein großes Stück Pappe und wickle es in ein Rohr. Ich lasse einen kleinen Abschnitt am Ende, dann bestreiche ich sie mit Klebstoff und bringe hier eine Klebelinie an. Dann versiegle ich das Rohr und drücke leicht drauf. Dann klebe ich es auf den Karton. Ich füge hier ein weiteres Quadrat ein. Jetzt muss ich eine Schachtel machen. Ich klebe ein großes Stück Pappe auf eine Seite. Dann richte ich ihn auf. Das nächste Stück wird die Rückseite sein. Ich benutze Kleber, um sie zu fixieren. Als nächstes muss ich ein Stück Pappe abwinkeln. Und dann kann ich die letzte Seite hinzufügen. Dann rolle ich Geld auf und stecke es in die Schlitze. Die Münzen kommen in das Rohr. Wenn die Karte in den Schlitz gesteckt wird, wird dadurch das Geld hinausgeschoben. Genau so. Und dann muss ich es nur noch dekorieren. Ziemlich cool, oder? Dort ist mein ganzes Geld sicher. Das will ich auch mal versuchen. Du kannst in der Werkstatt arbeiten. Und ich werde das hier nehmen. Bis dann! Was? Hey! Dong, ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Hm? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte. Und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich so weit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse. Davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie, der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus. Nächste Herausforderung. Ihr sollt das hier basteln. Okay, das kriege ich hin. Erstmals ein Blatt Papier. Ich frage mich, wie ich am besten an die Sache rangehe. Ach ja,
Ich wünschte, ich wäre auf einem echten Boot. Über die blauen Wellen segeln, Sonne und Wind in meinem Haar. Ah, wie entspannt und wundervoll. Ich könnte einen ganzen Sommer auf dem Boot verbringen. Sie ist wohl mal wieder in ihre Tagträume abgedriftet. Aber sie verliert den Anschluss. Ich weck sie mal lieber. Hä? Was? Wir sollen ein Origami-Boot basteln. Oh, ach ja. Okay, ich mach ja schon. Ich beginne damit, das Blatt in der Mitte zu falten. Okay, das ist fein. Guter Anfang. Und jetzt drehe ich es um und falte es auch in die andere Richtung. Und immer schön die Falze nachziehen. Okay, dann öffne ich es wieder und falte die Ecken ein. Das geht so ähnlich wie bei einem Papierflugzeug. Aber es wird natürlich kein Flieger. Wir brauchen noch ein Boot. Diesen Streifen falte ich hoch. Jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Boot aus. Vielleicht kein Boot, aber eine Kapitänsmütze. Der nächste Schritt ist etwas komplizierter. Ich muss es aufklappen und in diese Richtung falten. Diese Ecke schiebe ich unter die andere, dass alles wieder flach liegt. Jetzt falten wir wieder die Ecken hoch. Sieh mal, ein cooles Dreieck. Aber leider noch kein Boot. So, jetzt wieder auf und so rum. Und jetzt der letzte Schritt. Wow, sieh mal, ich habe es auseinandergezogen. Und jetzt ist es ein Boot. Es ist nicht prima geworden, also mir gefällt's. Jetzt haben wir zwei kleine Boote. Wir sind so gut. Sehr gut, Mädels. Den Test habt ihr bestanden. Hey, warte mal. Komm mit, wir probieren sie mal aus. Hey, wo wollt ihr denn hin? Okay, die Wanne ist voll. Bereit für eine Segelparty? Joho, sieh nur, sie schwimmen. Wie süß. Oh, sie weichen auf. Naja, sie sind halt nur aus Papier. Puh, ich muss mich unbedingt mal um meine Nägel kümmern. Oh, ihr seid wieder da? Fein, das ist eure nächste Challenge. Fingernägel? Alles klar. Zeit für mein Maniküre-Set. Mal sehen, womit fange ich an? Ich denke, ich nehme die blauen. Die passen zu meinen Sachen. Na, dann kleben wir die mal auf. Ja, sieh dir das an. Aufgabe erledigt. Wie bitte? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Wow, deine Nägel sind lächerlich. Ich löse das wieder mit Origami. Ich nehme diese Ecke und falte sie bis an diese Kante. Dann die andere Ecke und oben entsteht ein Dreieck. Dasselbe mache ich mit dieser Seite, dass noch ein Dreieck entsteht. Und an dieser Ecke auch. Okay, jetzt falte ich diese Seite zur Spitze. Und dann nochmal in der Mitte. Fertig ist das Dreieck. Gut, dann öffne ich es wieder und falte diese Ecke herunter. Dann klappe ich sie wieder zu. Und den Rest falte ich auch noch um. Das ist eine ganz schöne Falterei. Ich will auf jeden Fall weiterhin scharfe Falze haben, auch wenn das Papier immer dicker wird. Das ist etwas knifflig. Ich muss das ein bisschen aufdrücken und die Ecke einstecken. Aber das war's schon. Sieh hier. Hier kann ich meinen Finger reinstecken. Tada! Was sagt ihr zu diesen Fingernägeln? Schaurig. Sehr gut gemacht. Warum sind meine Nägel nicht gut genug? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Oh Mann, du bist so gemein. Was meinst du, was wir als nächstes basteln müssen? Kraniche, das ist eure nächste Challenge. Wie soll ich das nur anstellen? Ja, ich glaube, ich weiß, womit ich anfange. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe hier meine Kopfhörer. Die stecke ich mir in die Ohren. Fantastisch. Und jetzt spiele ich diese Playlist ab. Ja, die ist gut. Genau mein Ding. Dann legen wir mal los. Ich beginne wie immer mit dem Falten von Ecke zu Ecke. Und dann die anderen Ecken auch noch. Als nächstes lege ich die Kanten aufeinander. Den Falz fest nachziehen und wieder öffnen. Und dann dasselbe mit der anderen Kante. Okay, jetzt falten wir es wieder auseinander und es wird etwas kniffliger. Ich nutze die vorhandenen Kniffe, um dieses Dreieck zu formen. Jetzt falte ich diese kleinen Kanten zur neuen Mitte. Sehr schön. Und die andere Seite auch. Die kleine Ecke hier oben falte ich auch ein, aber auch gleich wieder zurück. Dann drehe ich das Ding um und mache dasselbe mit den anderen Kanten. Okay, wieder umdrehen und wieder öffnen. Auch ein komplizierter Kniff. Aber jetzt sieht es wie ein Diamant aus. Jetzt falten wir wieder diese Kanten ein. Sie sind inzwischen ganz schön klein geworden. Und weiterhin schön scharf nachziehen. Und was jetzt? Umdrehen und auf der anderen Seite auch natürlich. Der nächste Schritt gefällt mir. Der macht echt Spaß. Dieses wie ein Bein aussehende Stück wird jetzt hochgefaltet.
und die Spitze nach unten. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir schneiden hier entlang bis zur Mitte. Dieser Flügel wird so runtergeklappt und der andere auch. Und diese kleinen Stücke falten wir so ein. 1, 2, 3 mal kniffen. Ja, sieh doch, ich habe einen Origami-Kranich gebastelt. Wie süß. Sieh nur, er führt einen Kranichtanz auf. Okay. Sie ist schon wieder völlig abgehoben. Hey, was machst du da? Oh, ich lasse meine Playlist laufen. Hör mal rein. Oh, wow. Jetzt verstehe ich. Diese Playlist ist genial. Ich denke, ich sollte auch mal langsam anfangen. Juhu, ganz kleiner Kranich. Ja, mein Kranich ist auch fertig und bereit für ein Tänzchen. Sieh sie dir an, sie führen einen richtigen Regentanz auf. was ist denn bei denen los? Und woher kommt diese Musik? Wow, mir ist auch nach Tanzen zumute. Mann, ist das langweilig. Oh, der Zauberer-Typ ist zurück. Mal sehen, was er jetzt will. Die nächste Aufgabe ist eine Blume. Los geht's. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hey, ja, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Danke. Bitteschön. Und einmal unterschreiben, bitte. Danke, hier sind Ihre Rosen. Schönen Tag noch. Hey, Zauberer, hier sind meine Rosen. Wie bitte? Nee, so war das nicht gemeint. Gebt euch mehr Mühe. Na schön, dann würde ich mal etwas anderes ausprobieren. Okay, ein bisschen davon und hier auch noch. Und jetzt ist die Schere dran. Okay, ich denke, das wäre es dann. Tada! Was soll das denn wieder? Ha, da hast du wohl wieder versagt. Dann ist jetzt mal meine Schere an der Reihe. Aber zuerst wird gefaltet. Okay, ich ziehe mit Lineal und Bleistift eine Linie. Und jetzt wird geschnibbelt. Ich schneide einfach schmale Streifen bis hin zu der Markierungslinie. Von einer Seite bis zur anderen. Dann klappen wir es auf. Oh, das sieht ja cool aus. Jetzt tragen wir hier unten Klebstoff auf. Und dann falten wir die Seite rüber und kleben sie fest. Jetzt brauche ich einen grünen Strohhalm und noch mehr Klebstoff. Ich trage rings um das Ende des Strohhalms Kleber auf. Wunderbar. Und klebe dann den Strohhalm an das Papier. Ich rolle es einfach auf. Weiter, weiter, weiter. Und dasselbe machen wir jetzt mit einem weiteren Blatt. Das sieht ja grandios aus. So, meine Blume ist fertig. Oh, ich sehe schon. Das hast du wirklich gut gemacht. Was? Oh, ich fürchte, er hat recht. Die ist wirklich hübsch. Oh, sie sieht so traurig aus. Hey, sieh mal, ich habe auch eine für dich gebastelt. Oh, eine lila Blume. Vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, ihre Freundschaft ist gerettet. Na gut, Schatz, hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule, sei brav. Ja, klar. Oh, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge, ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen, hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen. Tada, ein brandneuer Rucksack, nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss, welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen, der ist zu langweilig und aus der Mode. Okay, Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau, den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier, bitte sehr, Sie werden bestimmt einen schönen Tag haben. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hier hin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Huh? Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten? Nein. Ist okay, ich habe noch mehr. Hm? Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da habe ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten.
Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe und diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf. Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf. Für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schieb die Karte hier rein und ich schließe den Kauf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Brumm, brumm, quietsch, tut, tut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme. Niemand kann mich aufhalten. Schalalalala, das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das? Schubidubidu. Wart mal. Tritt aufs Gas. Brumm. Juhu. Schneller, schneller. Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey Mama, lass uns fahren. Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich habe eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen. Und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein. Und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen, wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf und die Fahrt geht los. Aufgepasst! Was zum? Was ist das? Wow, das ist fantastisch! Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama! Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit und los geht's! Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt es. Ups, tut mir leid, Mama. Ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los. Das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama.
Kinder haben ist anstrengend, das wissen wir. Und wir sind hier, um zu helfen. Wir haben uns tolle Hacks ausgedacht, die das Leben leichter machen. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Job. Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, Kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein. Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Ich dachte, mehr Jungfrauen wären lustiger. Mama! Das hört sich nicht gut an. Mami, kommt schon. Chloe, was ist los? Sag es, Mami. Mein Spielzeug ist langweilig. Oh, warte mal. Hä? Was ist das? Probier es aus. Das sieht lustig aus. Komm her, Entchen. So schöne Farben. Das gefällt mir. Das sollte sie beschäftigen. Und die Ente kommt obendrauf. Das war's? Mama! Was denn noch? Ich möchte doch nur lesen. Was ist los? Ich hab das fertig. Wow, du bist ein Genie. Ich hole dir etwas anderes. Bitte sehr. Viel Spaß und lass dir Zeit. Das ist cool. Ich muss die Bilder zuordnen. Wie schwer wird das schon sein? Überhaupt nicht schwer. Langweilig. Mama! Nicht schon wieder? Oh, hey Pikachu, wie geht's denn so? Was? Guck, ich bin damit fertig. Es muss doch was geben, was sie beschäftigt. Mal sehen.
Komm schon, denk nach. Nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich frag mich. Ja, ich hab's. Das ist die Lösung. Warte hier, Schatz. Ich brauche ein Stück Pappe und eine Schere. Ich schneide die Ecken ab, denn ich will sie rund machen. Perfekt. Jetzt werde ich kreativ. Und dafür brauche ich einen Marker. Ich zeichne ein Quadrat auf den Karton. Das unterteile ich dann in Abschnitte. Ich mache ein Gitter. Und ich nummeriere jedes Quadrat. Jetzt schneide ich das Gitter aus und lege es erstmal beiseite. Ich habe hier ein rosa Blatt. Damit beklebe ich das Quadrat. Das ist schön leuchtend. Ich drehe es um und gehe mit dem Klebestift rüber. Das muss super klebrig sein, denn es wird der Rahmen. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt. Darauf male ich Herzchen. Als nächstes skizziere ich Pikachu. Ich darf keine Fehler machen. Chloe soll das bei Laune halten. Ich stehe total unter Druck. Das male ich noch schnell aus. Pikachu darf ich nicht vergessen. Ich hätte auch gerne so rosige Wangen. Es ist ein Kunstwerk. Jetzt zurück zum Gitter. Ich drehe es um und trage Kleber auf. Dann kommt das Bild drauf und streiche es glatt. Dann schneide ich es in Stücke und stecke es in den Rahmen. Ich ordne die Teile so an. Das ist ein hübsches Puzzle. Okay, es ist fertig. Chloe wird es gefallen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich muss die Teile verschieben. Oh, Chloe, ich habe etwas für dich. Siehst du das, Pikachu? Das ist toll. Ich denke, das klappt. Wünsch mir Glück. Das sieht kompliziert aus. Ich schiebe das Teil hierhin und das dahin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss mich entspannen. Warte, ein kurzer Check. Ah, das ist gut. Das war das letzte Teil. Mama! Oh, echt jetzt? Was? Guck's dir an. Ah, du bist schon fertig. Ich bin stolz auf dich. Ich will's nochmal machen. Das macht Spaß. Schnell, Mama. Schnell, rate, wird es pink oder grün? Und los, Zeit, die Lösung herauszufinden. Ah, es ist pink. Wow, sieht die Farbe nicht schön aus? Ich spiele so schön. What the heck? Ich versuche hier zu schlafen. Eben war ich noch gut gelaunt, aber jetzt? Warum musst du so gemein sein? Hast du gerade wirklich etwas nach mir geworfen? Oh, das reicht. Dein Verhalten ist inakzeptabel. Ach ja? Und was willst du dagegen tun, ha? Huh? Zeit für ein Battle. Na los, zeig, was du drauf hast. Ich brauche eine Waffe. Hiya! Eine Schwimmnudel? Du hast gar keine Chance gegen mich. Du wirst dich noch wundern. Die Nudel kann mehr, als du denkst. Nimm das und das. Ha! Abgewehrt und angetäuscht. Warum schlägt sie sich so gut mit der Schwimmnudel? Hey, wie wär's ansonsten damit? Eine Kissenschlacht? Was sagst du? Mein Wassermelonenkissen wird dein Untergang sein. Ach ja, zeig, was du kannst. Au! Ich bin aus der Puste. Hab ich wirklich verloren? Ja, das hast du. Hab ich dir doch gleich gesagt, du hast keine Chance. Hey, was machst du da? Du meinst mit diesem Schleim in meinen Händen? Ha, nimm das, Schleimbombe! Verdammt, daneben! Ups. Hast du gerade wirklich mit Schleim nach mir geworfen? Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh mein Gott, geht das nochmal ab? Weiß nicht, vielleicht? Oh, oder auch nicht. Soll das ein Witz sein? Der Schleim reißt die Tapete ab. Ob Klebeband das wieder richten wird? Oder Kleber? Oje, das sieht echt nicht gut aus. Ja, das stimmt. Sieht echt hässlich aus und fällt voll auf. Warte mal, die Schwimmnudel. Sieh dir diesen tollen Schwimmnudelregenbogen an. Zeit für ein paar LED-Streifen. Die stecke ich in die Schwimmnudel rein. Die Nudeln haben wir längst durchgeschnitten. Ist also kein Problem. Und nun stecke ich den Regenbogen wieder zusammen. Im nächsten Schritt bringen wir Watte als Wolken an. So weich und kuschelig. Oh mein Gott, guck mal. Oh, zur Abwechslung streiten sie sich mal nicht. Das freut mich wirklich sehr. Du meine Güte, was für ein himmlischer Regenbogen das ist. Meine Mädels sind so kreativ. Das Buch ist gar nicht mal so schlecht. Kapitel Nummer 2.
Wir sind ziemlich cool, oder? Okay, Schweinchen, du machst eine Spritztour. Oh, meine kleine Prinzessin ist so süß, wenn sie spielt. Bieb, bieb, wir kommen. Noch schneller, Babyhäschen. Brumm. Au, auchi. Du meine Güte, was ist denn los? Wieso weinst du? Na los, erzähl Mami, was passiert ist. Oh mein Gott. Hilft das gegen das Aua? Mein armes Baby und ihre armen Knie. Es muss etwas dagegen geben, das ich tun kann. Moment mal, ich weiß, wie ich meiner Kleinen helfen kann. Warte kurz, Mami hat einen tollen Plan. Ja, hallo? Kann die Lieferung heute erfolgen? Hallo, Sie haben diesen Teppich bestellt, oder? Ich rolle ihn für Sie aus. Ja, das sieht super aus. Brumm, weiter geht's. Oh, sie hat ihr Wehwehchen schon vergessen. So süß. Ha? Huh? Ma'am? Ma'am? Wow, Sie waren wie weggetreten. Sie müssten den Teppich leider bezahlen. Oh ja, stimmt natürlich. Die Bezahlung. Hier für Sie. Das ist genug, oder? Ist das Ihr Ernst? Der Teppich kostet locker einen Huni. Oh, verstehe. können Sie nicht eine Ausnahme machen? Mist, das ging daneben. Mein armes Baby sieht so traurig aus. Moment mal, ich glaube, das ist die Lösung. Also gut, komm zu Mami, Schwimmnudel. Wir haben Arbeit vor uns. Ich schneide mit dem Messer die Schwimmnudel in der Mitte längs auf. Ich will die Nudel in der Mitte gerade durchschneiden. Nun kann ich diese Hälften auseinanderziehen. Dann mache ich ein paar Schnitte, etwa so. Und zwar auf beiden Hälften der Nudel. Soweit, so gut. Nun muss ich noch ein paar Schnitte hier machen. Ich schneide die Schwimmnudel in gleich große Stücke. Das sieht wirklich gut aus. Und nun ordne ich die Stücke an. Die Stücke ordne ich versetzt an. Das sollte etwa so aussehen. Und fertig, Liebling. Mami hat was für dich gemacht. Das wird dir bestimmt gefallen. Hä? Das hast du für mich gemacht? Wow, wie cool. Los, Bärchen und Häschen, spielen wir weiter. Mami, du bist die beste Mami. Zeit für ein Lied, Bärchen. Bäume singen aber nicht. Muss ich wirklich schon aufstehen? Ah, oh mein Gott, ich habe verschlafen. Ich bin spät dran. Aus dem Weg, aus dem Weg. Nicht nachdenken, schnapp dir etwas und werf es über. Ja, das passt. Der Schlafanzug muss noch aufgeräumt werden. Okay, Make-up und Frisur sitzt. Ich lasse die Haare offen, das passt so. Und nur noch Puder. Gut, das reicht. Fehlt nur noch der Schmuck. Jetzt sehe ich gut aus und kann losgehen. Moment. Ich muss mir ja noch Socken anziehen. Wieso ist denn hier so eine Unordnung? Oh, da ist eine orangene Socke. Die passt zum Oberteil. Okay, das wird gut aussehen. Und nun fehlt noch die andere Socke. Nope, das ist sie nicht. Die ist rot. Blau. Gelb. Nochmal blau. Oh, wo zum Henker steckt sie? Ich brauche die andere Socke. Die muss doch hier irgendwo sein. Wer braucht so viele Socken? Und wo ist die passende dazu? What the heck? Das ist die letzte Socke. Oh, na schön. Dann ziehe ich eben diese Socke an. Wird das jemand bemerken? Oh, immer kommt sie zu spät und lässt mich warten. Wieso hast du so lange gebraucht? Ich hatte ein kleines Problem, ein Sockenproblem. Was zum Geier ist ein Sockenproblem? Ah, schon kapiert. Schon gut, ich helfe dir bei deinem Problem. Na los. Okay, wir brauchen ein Stück Filzstoff. Und natürlich den super praktischen Heißkleber. Den Kleber trage ich an den Seiten und in der Mitte auf. Drei Klebestreifen sind genug, finde ich. Dann klebe ich den Filzstoff darüber. Und nun kommt noch mehr Kleber. Zwei Linien reichen und nun zurück zum grünen Filzstoff. Das Ganze wiederhole ich mit verschiedenen Schichten in unterschiedlichen Farben. Und nun kann ich es auseinanderziehen. Tada! Gefällt's dir? Nun sind deine Socken nach Paaren sortiert und du hast die richtigen Socken mit einem Griff. Cool, du bist die Beste! Dann ziehe ich sie jetzt an. Danke, deshalb bist du meine beste Freundin. Nun aber schnell! Vergiss nicht, mich regelmäßig anzurufen und denk dran, diese Pflanze regelmäßig zu gießen. Hier, nimm das und pass gut auf diese Pflanze auf. Ich werde dich vermissen, mein Schatz. Hab dich lieb, bye. Mann, Pflanzen sind nicht so mein Ding. Aber was soll's. Am besten nehme ich dich mit in mein Zimmer. Ich verstehe echt nicht, warum ihr diese Pflanze so wichtig ist. So. Endlich kann ich so laut spielen, wie ich will. Ich werde eine gute Zeit haben, während sie im Urlaub ist. Yeah, ab geht's! Zeit für Rock'n'Roll! Jetzt wird erstmal gezockt. Ich sollte besser schlafen gehen. Ah, morgens zu trainieren ist das Beste, der perfekte Start in den Tag. Sehr gut, und nun ist Zeit für die Schule. Ich sollte meine Hausaufgaben erledigen und nichts für später aufschieben. Haltet die Dinosaurier auf. Ah, ich komme zu spät, ich muss los!
Dieses Spiel macht keinen Spaß mehr. Voll lame. Oh, Schluss damit. Keinen Bock mehr. Irgendwas habe ich vergessen. War das ein bestimmtes Datum? Oh nein, Mom kommt heute zurück. Oh nee, ich habe wirklich was vergessen. Sie sieht furchtbar aus. Was mache ich denn jetzt nur? Vielleicht kann ich die Pflanze mit etwas Wasser noch retten. Das Wasser der Gießkanne ist echt schon vertrocknet. Oh je. Vielleicht ist Limo genauso gut? Einen Versuch wäre es wert, oder? Nee, lieber nicht. Das hilft mir hier bestimmt nicht weiter. Oh hey, das könnte funktionieren. Mein Zerstäuber. Na los, trink aus und erhol dich. Funktioniert es? Oh, sieht nicht danach aus. Hey, Moment mal. Vielleicht hilft mir die Schwimmnudel weiter. Okay, ich drehe den Blumentopf um. In das Gefäß fülle ich etwas weiße und etwas orangene Farbe. Dann kamen blau und pink dazu. Und zu guter Letzt noch etwas gelb. Nun gieße ich die Farbe auf den Blumentopf. Und ich muss vorsichtig sein. Schaut mal, die Farben vermischen sich richtig schön. Hier kommen noch etwas blau und grün. Soweit, so gut. Die Farbe auf dem Blumentopf ist nun trocken. Nun schnappe ich mir die Schwimmnudel und schneide sie auf. Dann nehme ich mir ein paar ausgeschnittene Stücke heraus. Es funktioniert. Es sieht jetzt schon aus wie eine Pflanze. Okay, die Pflanzenform steht. Fehlt nur noch etwas Farbe. Diese grüne Farbe wird die Fake-Pflanze so richtig lebendig aussehen lassen. Wow, das sieht echt gut aus. Und damit die Pflanze wirklich echt aussieht, füge ich Stacheln hinzu. Die Stacheln kleben an der Farbe und sehen toll aus. Super, und mit dem Holzspieß befestige ich die Fake-Pflanze. Mom, endlich bist du wieder zu Hause. Wie war der Urlaub? Sehr erholsam. Ich habe dich vermisst. Wie geht's dir? Gut, ich habe die Pflanzen gegossen, siehst du? Wow, das hast du wirklich gut gemacht. Aber ich hatte dir überhaupt keine Kakteen zum Aufpassen gegeben. Naja, sie sehen schön aus. Du kennst mich, ich habe einen grünen Daumen. Phew. Das freut mich zu hören. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Oh, eine Pflanze für mich. Danke. Zum Feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy, du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersätze. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hier hin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat, direkt in die Mitte vom Rand und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht
und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt, das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Bra, bra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere. Na egal, wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf, aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück. Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker! Du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama! Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan?
kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Hallo? Ja, ich brauche einen Designer für ein neues Zimmer. Okay, keine Bange. Er hat gesagt, er ist gleich hier. Oh, da ist er schon. Wir wollen, dass dieser Raum absolut perfekt wird. Ja, ich sehe schon. Hier gibt es noch viele Entfaltungsmöglichkeiten. Okay, hier ist mein Entwurf. Wie findest du das? Oh mein Gott, ja, das ist absolut perfekt. Niemals, das ist nicht, was wir wollen. Oh, ich verstehe schon. Ich habe hier noch ein paar andere Entwürfe zum Ansehen. Nein, ich hasse Blau, das sieht so traurig aus. Alles klar, wie wär's mit etwas in Zitrus? Naja, schätze, das ist okay. Ja, wir nehmen das. Mach dir keine Sorgen, das wird bestimmt gut. Perfekt, die Gesamtrechnung für dieses Projekt beträgt so viel. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Oder vielleicht, wir haben nicht genug Geld dafür, nein. Naja, Kunst ist eben nicht billig, meine Lieben, macht's gut. Was soll's, wir kriegen das auch ohne ihn hin, komm mit. Siehst du, das hier entspricht eher unserem Budget. Ja, scheint so, hier gibt's auf jeden Fall eine Menge Zeug. Vertrau mir, du musst nur ein Auge für das Richtige haben. Wie zum Beispiel diese Büste oder die Laterne. Oh, da drüben. Das ist genau, was wir brauchen. Na los, hol das Geld raus. Ja, schon gut. Hier, bitte sehr, das Geld. Soll das ein Witz sein? Das reicht nicht mal annähernd, um das zu bezahlen, was ihr wollt. Wir brauchen mehr Geld. Oh, na gut, hier ist der Rest unserer Kohle. Das sollte jetzt aber reichen. Da ist es. Vielen Dank für alles. Hey, was zur... Haben wir die ganzen Regale gekauft? Ha, sieht so aus. Oh, vergiss die hier nicht. Ah ja, danke nochmal und hab noch einen schönen Tag. Hey, schau mal, ich habe die kleine Matratze mitgebracht. Super, dann roll sie schon aus. Oh, stimmt, okay, los geht's, die ist schön. Ich leg noch eine Decke drüber. Ich habe diese gelbe hier, so jetzt ist es schön gemütlich. Aber ich bin noch nicht fertig. Für den nächsten Schritt brauche ich die hier. Ich mache nur ein paar Linien Kleber an die Unterseite der Matratze. Genau so, einmal um die Ecke. Und jetzt kommt die Decke drüber. So bleibt sie an Ort und Stelle. Wie findest du das? Das sieht doch schön gemütlich aus, oder? Wow, gut gemacht. Ich bin echt beeindruckt. Aber jetzt bin ich dran. Geh da lieber weg, denn ich habe noch mehr Regale zum Arrangieren. Bereit? Denn hier kommt das nächste. Und hier das letzte. Wow, ich habe kurz das Gleichgewicht verloren. Oh, stimmt, die Oberseite. Oder Podest, je nachdem. Gut, dann kann ich ein paar meiner Sachen einräumen. Ich krabbel hier einfach rein. Und ich habe hier oben all meine Kissen. Hier ist auch meine Flamingo-Lampe. Sie macht alles so schön hell. Und dann noch meine Lieblingsbücher hier in die Ecke. Meine kleinen Pflanzen dürfen auch nicht fehlen. Sie machen mich glücklich. Und ich schüttle meine Kissen auf, damit sie schön weich sind. Hey, ich denke, wir sind damit fertig. Was für ein gemütlicher kleiner privater Bereich. Das ist toll. Okay, dann räume ich mal meine Plattensammlung ein. Oh, hier ist kein Platz. Und hier auch nicht. Oh, sie hat alle Fächer mit ihrem Zeug vollgestellt. Sie hat wirklich alle Fächer belegt. Das ist nicht fair. Und was mache ich jetzt? Wir haben zwar noch Platz, aber keine Regale. Ich schau mal, was ich im alten Zimmer finde. Vielleicht liegt hier ja was rum, das ich verwenden kann. Ha, sind das alte VHS-Kassetten? Hey, die bringen mich auf eine Idee. Yep, das werde ich auf jeden Fall probieren. Ihr Kassetten kommt mit. Ihr seid zwar veraltet, aber ich weiß, wie ich euch wieder einen Zweck geben kann. Wow, ich stell die mal lieber hier ab. Oh, cool. Da steht schon der Kleber bereit. Genau den brauche ich. Ich trage den Kleber auf die eine Seite der Kassette auf und klebe sie da an, wo ich sie hinhaben will, auf eine andere Kassette. Und jetzt baue ich ein Regal aus den Kassetten. Kaum zu glauben, dass man mit denen damals Filme schauen konnte. Puh, endlich habe ich auch ein cooles Regal für meine Sachen. Der Spiegelball hat seinen Platz, jetzt meine LPs. Perfekt, hier ist auch Platz für mein Schachbrett. Und meine schicke Lampe, um den Bereich zu beleuchten. Ja, ich bin echt stolz auf das, was ich hier geschafft habe. Und mein Zeug hat seinen eigenen Platz.
Aber etwas fehlt noch in diesem Zimmer. Wird Zeit, ein paar Bilder aufzuhängen. Hier kommt das erste. Und das zweite. Und noch ein drittes. Ein schöner, gespenstischer Himmel mit Fledermäusen. Das gefällt mir. Das Zimmer entwickelt sich langsam zu einem coolen Ort. Mir gefällt das total. Und jetzt muss ich schlafen. Ich bin müde und habe eine Pause verdient. Guten Morgen. Wow, das hast du gemacht, während ich geschlafen habe? Wow, das sieht alles so fantastisch aus. Dafür hast du dir den Tee verdient. Hey, bist du wach? Ich habe dir Frühstückstee gemacht. Oh nein! Mist, du hast Tee auf den neuen Teppich verschüttet. Was hast du dir gedacht? Tut mir leid, ich wollte dich nur mit Tee überraschen. Aber keine Panik, ich denke, ich habe hier was, das uns hilft. Ah, da ist es. Schau mal, ich habe Klebeband. Damit klebe ich Streifen über den ganzen Teppich. Ich klebe sie in verschiedenen Winkeln und Längen auf. Genau so. Und das letzte Stück kommt hier hin. Und jetzt kommt die Sprühfarbe zum Einsatz. Ich nehme verschiedene Farben und fülle die Lücken auf dem Teppich. Orange und Grün. Und jetzt Lila. Hat ein bisschen was von Karneval. Das war's. Auch der letzte Bereich ist farbig. Alles ist trocken und ich kann das Klebeband abziehen. Schau dir das an. Das Muster darunter kommt zum Vorschein. Wow, der Teppich sieht fantastisch aus. Wie findest du meinen neuen Teppich? Komm runter und teste ihn. Da habe ich nichts dagegen. Du bist echt clever. Ich weiß, manchmal kann ich auch ein Genie sein. Ja, da hast du recht. Langweilig. Hey, Jen. Jen? Ich muss diesen Akkord sauber hinbekommen. Oh, hör auf rumzuschreien. Ich bin beschäftigt. Kümmere dich um deinen Kram. Ach ja? Gut, dann wollen wir mal sehen, wie du mit Ablenkung spielst. Noch ein bisschen näher ran. Hey, hör auf damit. Nimm das weg. Wow, das Ding fliegt durch die Luft. Das bringt mich auf eine Idee. Bist du bereit, Slinky? Dann los. Okay, ich muss nur diesen Haken an der Decke befestigen. Und schon kann ich meinen Slinky daran aufhängen. Großartig. Und jetzt hänge ich noch ein paar mehr auf. Wow, so bunt und federnd. Ich liebe das. Oh, arme Jen. Was? Ich kämpfe nicht mit dem Puppet. Hier, du kannst es haben. Ah, okay. Hey, ich habe noch eine gute Idee. Was, wenn ich es an die Wand hänge? Ja, das ist cool. Dann bringe ich noch meine anderen Puppets an. Ich fülle die ganze freie Fläche mit denen. Den klebe ich einfach auf die leere Stelle zwischen den anderen. Ich mache jetzt an der anderen Wand weiter. Denn eine Ecke muss nicht das Ende der Deko sein. Noch eins hier unten, damit alles symmetrisch ist. Und fertig. Ja, das gefällt mir. Jetzt kann ich mit meinen Puppets spielen, wann immer ich will. Pop, 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 pop. Wow, das ist eine schöne Ecke, die du dir eingerichtet hast. Das macht Spaß, gefällt mir gut. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Komm, ich mache dein Foto. Das ist eine coole Selfie-Ecke. Hi, ich habe total viel Spaß mit meiner Puppet-Wand. Perfekt, hier, schau dir die Fotos an. Das ist besonders gut. Wie cool, das ist ein schönes Foto. Schick mir das auf jeden Fall. Oh, das Zimmer fühlt sich endlich wie ein Zuhause an. Was zum Teufel schleppt Gender an? Vorsicht, ich komme rübergerollt. Geschafft. Genau hier will ich ihn hinhaben. Tada, das ist ein Sitz, den ich gebaut habe. Wow, der ist total gemütlich. Wie hast du den gemacht? Ich sag's dir, zuerst hatte ich ganz viel Eierkartons. Die habe ich dann übereinander gestapelt. Sie passen perfekt aufeinander, daher war das ganz einfach. Als der Stapel hoch genug war, habe ich ihn auf die Seite gelegt. Der nächste Schritt war kniffliger. Ich musste den Stapel wie ein Akkordeon auseinanderziehen, um am Ende einen Kreis rauszubekommen. Dann habe ich nur noch eine Schaumstoffmatte draufgelegt und das Ganze mit einer gelben Decke abgedeckt. Zum Schluss habe ich ein lila Gummiband drum gemacht, damit alles zusammenhält. Und das war's schon, der Sitz war fertig. Und nicht nur der, unser ganzes Zimmer ist jetzt fertig. Ich kann kaum glauben, wie gut wir das hinbekommen haben. Ohne Witz, du hast deine kuschelige Bettnische unten und deine Pop-It-Ecke. Das sind meine liebsten Bereiche. Aber
Du hast auch eine coole künstlerische Ecke und oben dein gemütliches Bett. Ah, wir haben hart gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. High five! Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses.